Hallo und willkommen zu einer Mini-Let's Play-Serie. Wir werden Desvelado spielen, ein putziger kleiner 2D-Plattformer, ist erst kürzlich rausgekommen und wir spielen als kleiner süßer Vampir, der dringend schlafen gehen muss und böse Geister wollen uns davon abhalten. Genug geredet, bisherigen Spielstand löschen, auf jeden Fall. Oh, die Uhr ist so ein Cockblock. Da habe ich es aber eilig. Ah, das ist alles handgezeichnet. Das ist echt. Ich mag sowas. Nein! Gruselige Geister wollen mich aufhalten. Mag ich aber nicht. Beweg dich mit L. Ach, ich finde die Musik herrlich. So, das habe ich gemeistert. Sei vorsichtig mit den Stacheln. Na gut. Und jetzt in die Fackel springen. Da will ich nicht lange fackeln. Tut mir leid. So, da ist ja ein Porträt von mir. Sehr gut, sehr gut. Neustart des Levels mit Y. Ah. Hätte ich aber auch so geschafft. Bin mir fast sicher. So. Ach, ich mag den Artstyle. Und die Controls sind auch ziemlich gut, muss ich sagen. Blutlicht gibt dir die Fähigkeit namens Dash. Sehr gut. Ich glaube nur einmal. Da braucht jemand Hilfe. Okay. Bonus. Vampi, ich bin's, Bonnie. Ich hab meinen Körper verloren, Kumpel. Hilfst du diesem alten Fossil nochmal aus? Ja. Meine Knochen sind in den Bonusräumen verteilt. Bitte finde sie alle. Aber nur, wenn du Bock drauf hast, Kumpel. Ja, das kriegt man hin. Wir fangen mit dem Schädel an. Nein! Ich hab'n Dash versaut. Neustart. So, muss ich das jetzt nochmal vorlesen? Beziehungsweise ich skippe mich durch. Und jetzt müssen wir richtig dashen. Aha! Eine Rübe mehr. Jetzt haben wir noch einen Dash. Läuft ja wie geschmiert. Also echt, ich mag diesen Plattformer. Oh, ich kann nach oben dashen. Oh, das hat funktioniert. Wie? Dann fallen lassen und dashen. Jetzt wird schon anspruchsvoller. Aber nicht anspruchsvoll genug. Wo muss ich denn hin? Achso, ich muss wahrscheinlich die roten auch löschen. Also jetzt blöd. So, einmal gestorben. Ihr müsst nach oben dashen, dann rüber dashen. Und dann. So wird ein Schuh draus. So. Einmal nach oben. Nee, das wäre der falsche Weg. Wir müssen. Mist. Wir müssen hier hoch. Wie kommen wir dann am Ende hoch? Da haben wir nur ein Dash. Das ist ein Problem für später. Für jetzt. Mensch, ich bin schon an den Grenzen meiner Fähigkeiten angekommen. Was macht man denn am besten? Von hier nach da, nach da. So. Ich habe vergessen, das Ding zu drücken. Okay, aber das scheint. Ich habe vergessen, Dash zu drücken. Ich sollte es nicht vergessen. Hätte ich aufgespießt. So. Jetzt lübt es. Jetzt läuft's. Das war ja kein Dash. Ups. Den muss ich jetzt aber erwischen und dann gleich dashen. Na, also. Bin zwar grobmotorisch wie sonst was, aber das hat geklappt. Dashes sind nicht stapelbar. Sammel die Lichter also clever ein. Das habe ich schon gemerkt. Ah, hier oben bin ich wohl jetzt. Kann ich nicht runter? Na gut. So geht's. Vielleicht braucht man das zum Schluss. Hui. Au. Ja, ich glaube, das braucht man zum Schluss. So, jetzt intelligent einsammeln. Und jetzt soll es hier oben frei werden. Aha.
Und nochmal zurück. Boah, die Stacheln sehen aber echt fies aus. Nochmal müssen wir da nicht reinfallen, wenn es nach mir geht. So, oben geht's auch weiter und links auch. Vielleicht ist das hier ein Bonuslevel? Ja! Nein! Wieso klappt das nicht? Irgendwie bin ich dahinter. Okay, da warten wir noch. Ich muss hier noch rausfinden, wann ich draus springen kann und wann nicht. Oh, die sind ja nicht stapelbar. Vollidiot. Jetzt komme ich aber nicht mehr zurück. Okay. Das müssen wir jetzt nochmal versuchen. Ich kann von hier nach rechts springen. Das heißt, ich krieg da den Dash, den ich zum Schluss brauche. Das heißt, den muss ich einsammeln und einsetzen. So. Genauso hier. Fuck! Da hätte ich ihn auch einsetzen müssen. Und da. Ich sag doch, ich bin grob motorisch. So. Jetzt nichts leichter als das. Na also. Weiß zwar nicht, was das für ein Knochen ist. Keine Ahnung, Beinknochen oder so. Waren hier nicht noch andere Fackeln? Nee. Nun gut, dann probieren wir's. Nein! Ha, das Level war einfach. Ist hier ein Bonuslevel nochmal? Nö, da kann ich gar nicht rein. Nun gut. So, der smarteste Move wäre wahrscheinlich am Ende das in der Mitte einzusammeln. Die können wir jetzt direkt. Den Dash brauchen wir sowieso jetzt. Obwohl in der Mitte ist eigentlich jetzt egal. Wir müssen hier hoch. Dahin. Dahin. Ja, oh, passt doch. Nummer 1. Das hat auch geklappt. Das freut mich jetzt. Bonuslevel. Sehr schön. Rück die Knochen raus. Ah. Was habe ich da gedrückt? Oh je. Ah, die Stacheln. Die haben mich angestachelt. Okay, so wird das nix. Sollte ich vielleicht die direkt einsammeln, aber dann komme ich nicht mehr hoch. Ah doch, wenn ich sie einsammeln schon. So, dann die rechts und dann... Die hier, aber dann komme ich echt nicht mehr. Ich komme hier dann nicht rüber. Hm. Und ich komme auch nicht mehr zurück. Also irgendwie... Ah doch, ich komme rüber. Ich habe hier einen Dash. Mensch, ich nehme die Episode gerade um 0.33 Uhr am Freitag auf. Mein Hirn ist Matsch. Hat aber geklappt. Wir haben die Knochen. Nein, das tut doch weh. Das tut auch weh. Okay, das könnte eine Weile dauern. Das könnte eine Weile dauern. Ah, ich hab's hinbekommen. Da bin ich aber überrascht. Nein, die machen Lichter wieder an. Du Arsch. Eigentlich eine ganz coole Mechanik. Genauso wie die Stacheln. Ach du Arsch. So. Ausgetrickst.
Wir müssen von oben durchfallen, wenn er ganz oben ist. Ha! Ja. Welche Strategie wird empfohlen? Die nicht, aber fast die. So. Fuck. Ich darf am Ende nicht sterben, das ist mein Problem. Aber am Anfang zu sterben bringt auch nicht viel. So. Oh. So geht's anscheinend auch. Schön, die geben mir Dashes zurück. Na also. Oh je, das ist ein ganz gemeiner. Muss einfach nur schnell genug sein. Oh oh. Was ist das? Eine Codex-Seite? Hey Kumpel, ich habe ein paar Kartenteile gefunden. Wähle eine Zone aus, zu der du dich bewegen willst. Am Ende jeder Zone wirst du mehr Kartenteile finden, damit kannst du dann noch mehr entdecken. Denk an Bonnies Knochen. Über der Karte siehst du, wie viel noch fehlen. 3 von 15. Mensch, normales Skelett hat aber mehr. Muss ich jetzt die Karte teleportieren? Karte? Fortfahren? Karte? Hier habe ich noch 3 von 15 oder insgesamt. Ist egal. Wir machen mal das Level hier. Das sieht auch relativ straightforward aus. Nein, Geister. Fast so schlimm wie Weißbrot. Nein! Ich Vollidiot. So. Weiche Schreckgespenst. Also das Spiel ist echt cool. Ich krieg tatsächlich was hin. Ich bin von mir selber überrascht. Lässt du das jetzt mal? Oh, Bonuslevel. Das ist aber ein fetter Geist. Mist. Nein! So wird das nix. Ich hab's eh schon verkackt. Ich brauche am Ende noch die andere Fackel. So viel ist klar. Das ist eigentlich egal, ob ich die hole. Der Geist reaktiviert die eh. Boah, ey. Ja, bis auf den Abschluss. Also die Idee, die ich hatte, fand ich gut. Das fand ich besser. Das hat nämlich funktioniert. Sowas nicht. Geister. Schwierige, schwierige Geister. Oh, das hat nicht gereicht. So reicht es hier manchmal nicht. Lasst es, Jungs. Und jetzt muss ich damit noch nach oben. Na gut. Bosskampf. Nee, keine Ahnung, was das ist. Hübsche Statue. Ich hätte den Dash besser verwenden müssen. Oho. Aber gerade so. Aber gerade so. So und nü.
Tot. Nicht gut. Sehr gut gemacht. Das bringt überhaupt nichts. Ah, das bringt was, wenn man es denn schafft. Nein, ich habe mir zu viel Zeit gelassen. Ja, mit der... Ach, ich Vollidiot. Es ist spät. Nur meine einzige Verteidigung. Heieieiei. Sehr gut. Jetzt nicht drauf gehen. So, das war schon falsch. Das war schon falsch. So, erst die, dann die. 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 Hohoho, aber haargenau. So, und die wollen wir. Die ist relativ unbeeindruckt. Dann können wir die schon ausschalten. Ein Problem weniger. Und noch ein Problem weniger. Nur von rechts nach links oder auch von oben nach unten? Rechts, links. Nein. Ich habe ungefähr eine Ahnung, wie das gehen soll. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Ich hab's hinbekommen. Und Bonuslevel. So. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Diesmal ist besser. Okay, das muss einfach schneller gehen. Beziehungsweise der Geist muss in der richtigen Verfassung sein. Und ich darf nicht einfach runterspringen. Warte doch einfach auf den Geist, Mann. So. Habe ich doch viel mehr Zeit. Nein! So klappt das nicht. Ich habe das letzte verwendet, das stimmt. Ha. Muss ich beim letzten noch... Und tiefer geht's. Also die oberen zwei brauche ich. Das heißt, ich darf... Aber wie kriege ich den Knochen dann? Wie kriege ich Knochen und... So nicht. Jetzt sind die zwei an. Das heißt, kein Knochen für mich. Und jetzt hier oben. Hab kein Dash. Das war wahrscheinlich das Dämlichste, was ich tun hätte können. Oh, hat er süß gegähnt. So, das bringt nichts. Aber für das Level bin ich einfach zu blöd. Der Knochen spawnt erst, wenn alle Lichter erloschen sind. So viel... sind wir uns einig, aber dann habe ich halt auch kein Dash mehr. Kein Dash, kein Knochen. Kein Skill. Wie oft will ich da denn noch runterfallen? Achso, der Knochen ist rechts, er ist nicht beim Grabstein. Das macht die Sache ein bisschen besser. Ich muss hier rechts ankommen. Rechts muss die letzte Flamme sein, die gelöscht wird. Das heißt, wenn ich das jetzt nicht verkacke... Ich hab's verkackt. Ah, die Idee ist gut. Die Idee ist gut. Die Idee ist gut. Leck mich doch. Nein, falsch. Hier ran alles. Ja, ich gehe ja schon runter.
Ah, toll, das hat jetzt nicht gereicht. Weiß gar nicht, warum der Kleine jetzt so kurz springt. Hoffentlich gibt es hier keine Statistik, wie viel Tode es gab. Nein! Ich hätte da nochmal dashen müssen. Ich hab's jetzt rausgefunden. Wollte nicht hier oben landen. Wollte nicht da unten landen. Also das liegt nicht am Spiel. Die Controls sind perfekt. Ich bin's nicht. Bei weitem nicht. Nein! Ich hätte an dem Punkt dashen müssen. Stupid, stupid, stupid. Komm schon. Jetzt aber. Oh, ich hab's geschafft. Hui. Das hat meine restlichen mentalen Kapazitäten gefordert. So, der wird das jetzt anmachen. Schön für ihn. Oh je. Ich hab's schon verkackt. Nummer 1. Das hätte ich nicht nehmen sollen. Also irgendwie ist jetzt Stabwurm drin. Ich glaube wirklich, ich bin mental einfach fertig. Fix und fertig. So. Da warten wir auf den Kollegen. Nein. Noch ist nichts verloren. Jetzt ist vielleicht was verloren. So. Ach, ihr seid Ärsche. Also es bringt nichts, wenn die so asynchron sind. So, jetzt haben wir vielleicht eine Chance. Nee, haben wir nicht. Ja, es hat noch geklappt. Er rotiert also gerne im Kreis. Schön für ihn. Der andere auch. Aha. Und beinahe noch auf die Dornen gefallen. Also der ist sicher, sicher. Sicher, sicher. Na, also. Hier mal ein Level, das ich ganz gut gemeistert habe. Schon. Nein! Völlig vergessen. Okay, wir haben nicht viel Zeit. Das bringt nichts, wenn ich so mache. Ich muss den Dash einsetzen, das hilft ja nichts. Na, Idiot. Das hat gereicht und ich habe keinen Dash mehr. Das ist wieder so eine Timing-Geschichte. So, jetzt. Timing-Geschichte. Nein. Timing-Geschichte. Aha. Nein! Ich hatte doch den Dash. Trottel. Einfach ein Trottel bin ich. Jetzt habe ich keinen Dash mehr. Gut gemacht. Ab in die Dorn. Als Strafe für mich. Oh, scheiße. Jetzt aber. Na, meine zirkulären Freunde. Au. Ich hab noch einen Dash und brauch ihn nicht mal. Nur soll Bonuspunkte geben. Oh, da bin ich ein bisschen stolz auf mich. Ah.
hat ja ganz gut funktioniert. Und Codex. Seid. Au. Eine Karte, wo wollen wir denn hin? Schau, du hast ein halbes Stück gefunden. Ja, ein halbes Stück von dir. So, dann wollen wir hier mal weitergehen. Weitergehen. Manchen Kartenteile sind zersplittert. Wenn du alle findest, schaltest du eine neue Zone frei. Da ist aber ein Grammatikfehler drin. Erledige eine andere Zone, um das andere Teil zu kriegen. Okay. Wieder. Nichts lieber ist das. Was wird da unten gemacht? Das Mountain Dew sieht so ähnlich aus. Oder relativ aggressiv grüner Urin. Naja, sollte nicht so aussehen. Oh oh, ich glaube, das macht Schaden. Wir finden uns beim nächsten Mal raus. Ja, macht Schaden. So, und was macht der kleine Vollidiot hier ohne Dash? Hm? Absaufen. Nein, das war knapp. Nein, ich hatt's fast. Der letzte war absichtlich. Was habe ich da gemacht? So, nichts leichter als das Level. So langsam habe ich den Dreh raus. Ich sollte aufhören, das zu sagen. Es geht doch. Oh nein, es gibt da nur ein Dash. Das sieht wieder ein bisschen nach Bonus-Level aus. Au. Ganz vergessen, dass sie schmerzhaft sind. Sehr gut, habe ich den Dash verschwendet. Ab ins Säurebecken mit mir. Fuck. Wieso ist es so kompliziert geworden? Na, das Bonuslevel dafür sollte man Dash haben, was? Weiter Komma zumindest. Und zurück kann ich gerade nicht, okay. Schade. Muss unser Freund ohne Knochen klarkommen. Sehr gut habe ich das gemacht. Wunderbar. Das war ja noch fast besser. So, das wird wieder angeschalten. Beide werden angeschalten. Das freut mich. Einen müssen wir auf jeden Fall aufbewahren, um drüber zu kommen. Oh Mist. Nein! Auf den letzten Metern. Muss schon was sein. Ich glaub schon. Nochmal runter. So. Drüber. Jetzt aber. Nicht absaufen. Knapp. So, das Level machen wir noch und dann würde ich sagen, das reicht heute mal an Plattformer-Aktivität. Ich muss dringend schlafen gehen, sonst wird es nicht besser. Vielleicht hören wir auch frustriert bei diesem Level auf. Wer weiß das schon so genau? Also, das ist unser initialer Start. Da müssen wir hoch. Geist tut uns ja nichts. Wir müssen mal warten.
So. Und jetzt das Ganze nochmal zurück und dem Geist eine Lektion erteilen. Nichts leichter als das. Tisch! Boah, ich sehe nur noch Coronaviren, die hier rumschwirren. Na also. So, dann stehe ich mal hier. Ich würde sagen, das reicht für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis nächsten Samstag.